In Star Wars Episode 9 haben wir einige neue Raumschiffe und Fahrzeuge zu sehen bekommen. Jedes einzelne von denen und was wir bisher über sie wissen, stelle ich euch heute in diesem Video vor. Von den kleinen neuen Sternjägern des Widerstands über die Bodenfahrzeuge der Ersten Ordnung und dieser komisch aussehenden Kampfläufer bis hin zu den großen Sternzerstörern im Film. Und natürlich enthält dieses Video auch Spoiler für Episode 9. Nur damit ihr gewarnt seid. Natürlich gab es in dem Film viele altbekannte Schiffe, wie die CR-90 Corvette, die vom Widerstand eingesetzt wurde, oder die Sternzerstörer der Resurgent-Klasse der Ersten Ordnung. Auf die werde ich hier allerdings nicht groß eingehen. Also lasst uns hier erstmal mit einem neuen Bodenfahrzeug anfangen, das uns der Film gebracht hat. Die 125Z Treadspeeder der Ersten Ordnung. Mit einer Länge von etwas über 4 Metern und einer Höhe von 1,1 waren diese kleinen Speeder das kleinste, was die Erste Ordnung an Fahrzeugen zu bieten hatte. Auf einer Kette vorangetrieben, konnte der Treadspeeder bis zu 2 Sturmtruppler der Ersten Ordnung in den Kampf tragen. Durch die Kette an der Vorderseite und einem kleinen Repulsorlift hinten konnten diese Speeder erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen. Aber nicht nur das. Der Speeder war mit 2 schweren Laserkanonen bewaffnet und dazu auch noch mit Schilden ausgestattet. Dank des Kettenantriebs konnten diese Speeder dann auch noch weiterfahren, wenn Technologien eingesetzt wurden, die Repulsorlifte stören konnten. Geschulte Piloten dieser Speeder konnten Jet-Sturmtruppler mit sich führen und diese durch eine abrupte Bremsung dann in die Luft schleudern. Wenn wir jetzt erstmal bei der Ersten Ordnung bleiben, kommen wir als nächstes zu ihren TIE-Jägern. Da hätten wir zum einen den TIE Whisper. Dieser wurde extra auf Wunsch vom obersten Anführer Kylo Ren designt und hergestellt. Kylo wollte einen schnellen, starken Jäger, der auch für Geheimeinsätze genutzt werden konnte. So entstand der TIE Whisper, der eine Mischung aus den Abfangjägern des Imperiums und Kylos TIE Silencer darstellt. Bewaffnet war dieser TIE Whisper mit 10 Laserkanonen und einem an der Unterseite befestigten Geschützturm. Dazu aber auch noch mit Schilden und einem schnellen Hyperraumantrieb ausgestattet. Was den Whisper noch zusätzlich für Geheimmissionen attraktiv machte, war die Tatsache, dass er mit einer Art Anti-Sensor-Technologie ausgestattet war, die ihn auf Sensoren schwerer zu erkennen machte. Der zweite neue TIE war der TIE Dagger oder zu Deutsch TIE Dolchjäger der letzten Ordnung. Mit einer Länge von 9,5 Metern war dieser 1,5 Mal so lang wie der normale TIE des Imperiums. Wie so ein TIE-Jäger des Imperiums hatte auch der TIE Dagger keinen Hyperraumantrieb. Dafür war er mit Schilden ausgestattet, die ihn recht gut schützten. Bewaffnet war dieser mit 2 Laserkanonen, die am Cockpit befestigt waren, und 2 schweren Laserkanonen, die an den Flügeln angebracht waren. Die Solarflügel des TIE Dagger waren übrigens gerillt, da sie somit ihre Oberfläche vergrößern und mehr Energie erzeugen konnten. Dadurch konnte der TIE Dagger wesentlich mehr Energie für Schilde und Waffen produzieren, als andere TIE-Modelle es jemals konnten. Auch noch auf der Seite der Ersten Ordnung wurde die sogenannte Night Buzzard eingesetzt. Das Schiff, das die Ritter von Ren nutzten. Doch das Design des Schiffes stammte eigentlich nicht von der Ersten Ordnung. Ursprünglich war die Night Buzzard nämlich ein Schiff der Oubliette-Klasse, das dazu gedacht war, um Gefangene zu transportieren. Doch nachdem die Ritter von Ren damit beauftragt worden waren, einige Gefangene zu befreien, stohlen sie ein Schiff dieser Klasse, das sie für sich modifizierten. So entfernten die Ritter von Ren zum Beispiel die Dämpfungsbleche des Schiffes, wodurch sie mehr Schub bekamen, dafür aber auch giftige Gase ausschließen. Mit einer Länge von fast 36 Metern benötigte das Schiff einen Piloten und 4 weitere Crewmitglieder, die als Schützen fungierten, um fliegen zu können. Bewaffnet war die Night Buzzard dabei mit 3 schweren Lasergeschützen und 2 nach hinten gerichteten Laserkanonen. Okay, zu den neuen Kampfläufern und Sternzerstörern kommen wir gleich noch im Video. Lasst uns jetzt erst nochmal die neuen Schiffe des Widerstands anschauen. Hier hatten wir natürlich, wie schon erwähnt, sehr prominent diese CR-90 Corvette. Ein Schiff, das nicht neu ist und wir schon lange kennen. Aber die illustrierte Enzyklopädie zu Episode 9 hat bestätigt, dass dies die Tantive 4 ist, die wir auch schon in Episode 4 gesehen haben. Was allerdings für mich etwas komisch ist, da wir aus dem Buch Resistance Reborn wissen, dass der Widerstand noch an eine andere CR-90 Corvette auf einem anderen Weg gelangt ist. Müsste der Widerstand dann in Episode 9 nicht 2 von diesen haben?
Aber naja, das ist nicht Thema dieses Videos. Dafür sind es die neuen Y und vielleicht auch B-Wings schon. Das Problem hier ist, dass wir über die B-Wings in Episode 9 nichts wissen. Sie haben an der Schlacht von Exegol auf jeden Fall teilgenommen. Sonst haben wir aber keine Informationen über sie. Auch die illustrierte Enzyklopädie zum Film erwähnt die B-Wings mit keinem Wort. Also müssen wir hier annehmen, dass das noch die alten B-Wings aus Zeiten der Rebellenallianz sind. Auch wenn mir das auch wieder komisch vorkommt, da alle anderen Modelle mit Buchstaben, also die X, Y und A-Wings, jetzt neue Varianten bekommen haben, nur die B-Wings bisher jetzt nicht. Aber egal, damit bleibt uns noch der BTA-NR2 Y-Wing als neuer Jäger bzw. Bomber. Dieser über 18 lange Sternjäger war eine Weiterentwicklung der Y-Wings der Republik und der Rebellenallianz. Dieses neue Y-Wing-Modell war ein Einsitzer und hatte weiterhin viel Feuerkraft zu bieten. Denn bewaffnet war dieses Modell mit zwei Laserkanonen, einem Laserkanonenturm und zwei Sprengkopfwerfern, die variabel bestückt werden konnten. Ähnlich wie dessen Vorgänger war auch dieser Y-Wing nicht gerade der schnellste oder wendigste. Dafür hatte er stärkere Schilde bekommen, die ihn länger am Leben halten konnten. Etwas größer als ein Y-Wing war das andere neue Schiff des Widerstands, das wir im Film kennengelernt haben. Die Fortitude, ein korellianischer YC-123B-Transporter, der die Bodentruppen des Widerstands in der finalen Schlacht auf Exegol in den Kampf brachte. Über dieses Schiff wissen wir, dass es fast 27 Meter lang und mit insgesamt zwei schweren Laserkanonen und einem Dreifach-Laserturm bewaffnet war. Dieses Schiff musste von zwei Piloten geflogen werden und konnte bis zu 120 Passagiere transportieren. Und damit können wir jetzt zu den neuen Sternzerstörern und dem neuen Kampfläufer kommen. Fangen wir mal mit dem neuen Kampfläufer der ersten Ordnung an. Das waren die UATTs, die sogenannten Urbanen Angriffs-Tripod-Transporter. Diese dreibeinigen Läufer waren an das Design der AT-AP-Läufer aus den Klonkriegen angelehnt. Dieser Läufer wurde von der ersten Ordnung vor allem dazu eingesetzt, um städtische Regionen zu befrieden und den Frieden dann dort auch zu wahren. Dabei war er so designt, dass er den Feinden der ersten Ordnung möglichst großen Schaden zufügen konnte, gleichzeitig aber nicht zu viel von der Stadt um sich herum vernichtete. Bewaffnet war dieser Kampfläufer mit einer am Kinn montierten Doppellaserkanone und einer Geschützgruppe mit einer schweren Blasterkanone und zwei Repetierkanonen. Dazu besaß der UATT noch einen Greifarm, mit dem Hindernisse aus dem Weg geräumt und Wände eingerissen werden konnten. Natürlich ließen sich mit diesem aber auch Opfer festhalten oder für öffentliche Demonstrationen auch mal zerquetschen. Dann gab es in dem Film aber auch noch neue Sternzerstörer. Bei dieser neuen Flotte Palpatines dachte ich, wie auch so ziemlich die ganze restliche Star Wars Community auch, zuerst, dass dies modifizierte Sternzerstörer der Imperiums 1-Klasse wären. Doch das sind sie gar nicht. Sie scheinen zwar von diesen Schiffen inspiriert zu sein, doch sie sind ein komplett neues Schiff mit einem eigenen neuen Namen. Diese Sternzerstörer gehören nämlich der Xystern-Klasse an. Ihr Hauptkörper ist, wie schon gesagt, stark an den der Sternzerstörer der Imperium 1 und 2 Klasse angelegt. Doch anstatt 1,6 Kilometer lang zu sein, hatten diese eine Länge von 2,4 Kilometern. Das macht sie übrigens per Definition eigentlich zu Schlachtkreuzern und nicht zu Sternzerstörern. Während ihre Oberseite der Imperium 1 Sternzerstörer sehr ähnelte, zeigten sich an der Unterseite doch einige Unterschiede. Denn anstatt von Hangaröffnungen befand sich hier ein axialer Superlaser, der mit einem Schuss einen ganzen Planeten vernichten konnte. So waren diese Sternzerstörer der Xystern-Klasse in einem gewissen Sinn auch Nachfolger der Mandator 4 Dreadnoughts der ersten Ordnung. Ihre sonstige Bewaffnung umfasste noch 40 schwere Turbolaserbatterien, 40 Ionenkanonen, 40 Punktverteidigungslaser und 35 Sprengkopfwerfer, was keine allzu große Bewaffnung für ein Schiff dieser Größe ist. Vielmehr wissen wir aber bisher auch nicht von diesen neuen Superwaffen-Sternzerstörern. Und damit kennt ihr auch schon alle neuen Fahrzeuge und Raumschiffe aus Episode 9. Was sagt ihr? Welches von denen findet ihr am coolsten? Und wenn ihr selber eins steuern oder fliegen dürftet, welches würdet ihr auswählen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen Hashtag FragSWB-Frage aus der Community. Darth Ender schreibt,
Gab es etwas wie schallgedämpfte Blaster oder eine Art Schalldämpfer? Im Kanon bisher noch nicht. Doch in Legends gibt es einen Blaster, der eine Art Schalldämpfer hatte und quasi geräuschlos abgefeuert werden konnte. Der DC-19 Blaster. Ein Blaster für Spezialeinheiten der Großen Armee der Republik. Aber der Blaster war nicht nur so gut wie geräuschlos, er konnte auch noch Blasterbolzen verschießen, die für das bloße Auge so gut wie unsichtbar waren. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr jetzt noch ein Video über alle Schiffe der Neuen Republik sehen wollt, schaut mal hier rein. Ansonsten findet ihr noch hier ein Video von YouTube vorgeschlagen und hier ein Let's Play von meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein.